Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Ostermontag, blicken Sie mit mir gemeinsam auf die aktuelle Wetterlage. Wunderschöne Bilder hier aus Eisenstadt für Sie von unserer Wettercam. Ich hoffe übrigens, Ihr Osterfest war natürlich ganz nett und angenehm. Ich weiß, bestimmt ziemlich ungewohnt, vielleicht haben Sie die Familie gar nicht gesehen, aber das wird natürlich nachgeholt werden. Und das könnte man dann auch mal nachholen bei wunderschönem Wetter. Wie es da weitergeht, verrate ich Ihnen gleich, vorher allerdings nach Europa. Und sowohl über Skandinavien als auch über Südwesteuropa bestimmen Tiefdruckgebiete das Wetter. Ihre Wolkenbänder reichen dabei bis in Mitteleuropa und sorgen dort vorübergehend für mehr Wolken und gelegentliche Regenschauer. Dem steht aber das neue Hoch Niklas und Schottlands über der Nordsee gegenüber. Damit nach Österreich. Ja, deutlich mehr Wolken, Sonne aber immerhin noch zwischendurch. Und in den kommenden Stunden, da gibt es dann sogar vereinzelt Schauer. Und Sie sehen schon, das macht sich sogar hier bemerkbar. Zum Beispiel Salzburger Linz und Zwettl wird dann noch eher nass. 23 Grad hier eigentlich in Wien, eigentlich ganz milde Temperaturen. Aber auch hier kann es immer wieder mal zu Regen kommen, so wie auch in Innsbruck bei 20 Grad. Die nächsten 24 Stunden für Sie. Für den Westen, Sie sehen schon 20 Grad Ihre Maximalwerte, aber ab der Mittagszeit eher unschön das Ganze. Regenschirm am besten einpacken, auch sollten Sie spazieren gehen oder ein paar Erledigungen tätigen. Die nächsten 24 Stunden im Osten für Sie 21 Grad und dann erst ab 18 Uhr, hoffentlich ist es wirklich so, dass Sie hätten eigentlich den ganzen Nachmittag, um den hier noch zu genießen in der Sonne. Die nächsten 7 Tage im Westen, ein Mix aus Sonne und Wolken, morgen dann eher frisch, aber das Ganze wird wieder milder bis zu 19 Grad am Samstag. Und mild ist es auch. Und zwar bis hin zum nächsten Wochenende um die 22 Grad bis hin zum Donnerstag. Morgen auch eher der frischere Tag. Und mit diesen doch frischen Wetteraussichten gehen wir jetzt in eine ganz kurze Werbeunterbrechung, sind aber sofort wieder retour mit weiteren Corona-Updates. Bleiben Sie bei uns.